gegessen. Snack! Snack? Großen, stinkenden Goblin? Ja! Vielleicht deswegen sein Atem riechen so schlecht. Befreien Urraum! Oh, Mensch! Öffnen Käfig! Oder Urraum wird sauer! Dumme Goblins! Urraum werden stampfen über Pickelgesichter von Goblins!
Hirnloses Gesindel. Alles, was sie tun, ist essen. Aber man kann auch anderweitig Spaß haben, oder? Wir müssen da hochkommen, Saret. Es muss einen Weg geben. Thank you.
Na! Atemberaubend, nicht wahr? Und sobald du den Schädel wieder und deinen Vater befreit hast, gehört alles dir. Vielleicht sogar ohne deinen Vater. Eine unmögliche Aufgabe nach der anderen. Ja, mein Prinz. Ich werde mich nicht nach diesem Tempel zurücksehnen.
Saret, was du auch tust, zeig dich nie in deiner neuen Gestalt. Sie werden uns niemals zurück nach Steinhelm bringen. Damit wir zum Schiff rausfahren können. Duncan, ist das Schiff sicher? Ila sei gepriesen, ihr seid wieder da. Wo ist Lea? Willst du dem netten Menschen die Wahrheit sagen, Liebster? Ich glaube nicht. Es tut mir leid. Sie ist tot. Arantir hat sie getötet. Dann sind wir verloren. Wir sollten das Schiff nehmen und fliehen. Vielleicht zu den Silberstädten. Nein. Habt ihr Arantir gesehen? Er hat den Anker gelichtet und die Insel verlassen. Verdammt. Wann? Vor Stunden. Wir haben ihn nicht daran gehindert, weil wir auf euch und den Schädel gewartet haben. Bei Shiox-Portalen! Arantir hat ihn, richtig? Ja, er hat den Schädel. Ich kehre nach Steinhelm zurück zu den Nekromantenhöhlen unter der Stadt. Und wenn ich dort bin, werde ich Arantir finden und töten. My Lord, wir werden euch folgen. Und so beginnst du mit dem Aufbau deiner Armee. Dieser Ort riecht vertraut, aber sie haben eine Menge verändert seit unserem letzten Besuch. Das lässt nichts Gutes ahnen.